Wir starten also jetzt hier mit dem The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Trailer, den neuen Gameplay-Trailer. Der, wait a second, vor 4 Stunden erst rauskam. Er geht nur 5 Minuten. Also, let's go! Ich würde ja irgendwie statt mit einer mit einem Mario-Satz jetzt gerade irgendwie gerne mit irgendwas aus Zelda anfangen. Aber jetzt mal ernsthaft, Link ist ein bisschen wortkarg. Okay, mit einem Satz von Link starten wir jetzt in die Reaction des neuen The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Trailer. Also, ha! So, dann let's go. Willkommen in Hyrule, einem weiten Land, das Prinzessin Zelda auf ihrem großen Abenteuer bereist. Hyrule, ein Land voller Überraschungen. Von der zentralen Hochebene, auf dem sich Schloss Hyrule befindet, umgeben von seiner Stadt, sieht echt bis cute hin aus. Zu den äußersten Rändern, wirst du in jeder der vielfältigen Regionen neuen und interessanten Charakteren begegnen. Oh, Moment, ich will mal ganz kurz nochmal zurückgehen. Ich find's halt, also klar, ich habe ja immer wieder gesagt, diese Knetoptik ist nicht ganz so meins, ne? Aber trotzdem muss ich halt sagen, es sieht offensichtlich echt cute aus. Und da finde ich, lassen sie trotz, oder gerade vielleicht wegen diesem Style, da die Switch doch ganz gut noch glänzen. Jeder der vielfältigen Region neuen und interessanten Charakteren begegnen. Die Gerudo-Wüste besteht aus brandheißen Dünen, soweit das Auge reicht, und wird regelmäßig von der Gesichtsausdruck. Sandstürmen heimgesucht. Das ist allerdings kein Problem für die Gerudo-Kriegerinnen. Hier finden sich viele Ruinen voller Geheimnisse und eine Oase, der perfekte Ort zum Entspannen. Die Jabul-Gewässer sind mit die malerischsten Wasserwege von ganz Hyrule. Dort sind auch die Meerzoras und die Flusszoras anzutreffen, die in ihren jeweiligen Dörfern leben. Warte mal, es gibt tatsächlich offiziell einen Unterschied zwischen Meer- und Flusszoras? Also ich habe ja hier das dieses Hyrule Historia und so, diese Bücher davon. Da wurde bisher noch nichts davon gesagt. Sandy, sei gegrüßt. Hey Sven, wie geht's euch? Allerdings kommen sie nicht immer gut miteinander aus. Worum sie sich wohl streiten? Schroffe Klippen und Lavaströme beherrschen die Region um den Vulkan Eldin. Kakariko schmiegt sich an den Fuß des Berges. Doch du wirst gefährliche Pfade betreten müssen, um die Heimat der Gorunen zu erreichen. Diese Felsen sehen vielleicht köstlich aus. Allerdings würden sie Hylianern schwer im Magen liegen. Die Firone-Sümpfe sind ein weitläufiges Labyrinth üppiger Vegetation. Das sollte mit in den Büchern stehen, echt? Dann habe ich das irgendwie wieder verdrängt. Mir geht's prima, danke. Wer durch den Dschungel wandert, trifft möglicherweise auf einen Deku. Gerüchten zufolge sind diese sonderbaren Kreaturen wahre Schleckermäuler. Der eine hat ja auch. Moment, ganz kurz noch. Der linke, der hat auch so eine richtig geile Punker-Frisur, ne? So ein Iro. Ah ja. So lief ich auch mal rum, als ich noch jung war. Sonderbaren Kreaturen wahre Schleckermäuler. Auf deinen Reisen wirst du immer wieder Leuten mit großen oder kleinen Problemen begegnen. Du kannst jederzeit all deine Missionen in deinem Tagebuch ansehen. Das haben sie aber sehr jetzt an Breath of the Wild TOTK so angelehnt, ne? Also da machen sie es schon recht einheitlich. Ein großer Teil deiner Reise besteht darin, die Probleme anderer zu lösen. Und weise Helden werden oft für ihre guten Taten entlohnt. Im ganzen Land verstreut finden sich sogenannte Wegfreunde.
Sobald du einen entdeckst, kannst du schnell zu ihm zurückkehren, indem du ihn auf deiner Karte anwählst. Praktisch. Selbst mit der äußerst praktischen Schnellreise kann sich das Vorankommen in Hyrule als recht schwierig erweisen. In solchen Fällen bietet sich ein Ausflug zu Pferde an. Oh. Galoppiere einfach durch schwächere Gegner durch und springe über kleine Hindernisse hinweg. Sobald du gelernt hast, das Echo der Karotte zu erschaffen, kannst du dein treues Pferd von überall her auf der Oberwelt herbeirufen. Wait, es gibt sogar verschiedene Pferde? Ich dachte jetzt, du hast so wie bei OOT irgendwie dann deine Epona so in der Art. Also, dass du hier dann sogar verschiedenartige Pferde nehmen kannst, ist ja geil. Manchmal liegen auf deinem Weg auch Smoothie-Shops, geführt von Händler-Degus. Smoothie. Hier kannst du gesammelte Zutaten mixen und köstliche Getränke zaubern. Smoothies haben unterschiedliche Effekte, abhängig von den verwendeten Zutaten. Sie werden dir auf deiner Reise sicher von Nutzen sein. Du kannst auch Kleidung und Zubehör anlegen, um deine Fähigkeiten zu steigern. Und natürlich für ein stylisches Aussehen. Das hat ja echt mehr Inhalt, als ich gedacht hätte. Ob du zerklüftete Hochebenen durchwanderst, endlose Höhlenlabyrinthe oder andere komplexe Gefilde durchstreifst, das Erschaffen von Echos ist der Weg zum Erfolg. Doch manchmal reichen sie nicht. Für einen riesigen Felsblock wie diesen kann man kein Echo erschaffen. Und mit deinen anderen Echos lässt er sich auch nicht bewegen. Für solche Hindernisse verleiht der Tri die Macht des Einklangs. Mit dieser Macht bewegen sich Gegenstände, sogar so ein riesiger Brocken, im Einklang mit Zeldas Bewegungen. Okay. Einklang kann dir helfen, vergrabene Schätze zu heben. Oder sogar schwierige Gegner umzupositionieren. Du kannst Einklang auch mit deinen Echos verwenden. Also sei kreativ und finde neue Möglichkeiten, deine Reise fortzusetzen. Was ich mich jetzt frage, weil das ist ja schon eine relativ OP-Fähigkeit. Wie wird die gedrosselt? Also kannst du die nur x-mal benutzen oder wird die erst sehr spät freigeschaltet oder was? Weil, also es erinnert mich schon so ein bisschen an hier die, wie hieß die Hand bei TOTK? Wisst ihr, was ich meine? Komm gerade nicht drauf. Wunderhand? Nee. Ja. Ich komme gerade nicht drauf, aber Link hat ja da diese Fähigkeit halt, dass er alles Mögliche so bewegen kann. Und so in der Art ist das ja jetzt auch. Ultrahand war es. Danke dir. Ja. Aber wenn das hier wirklich an nichts gekoppelt ist oder so, ist es ja dann schon relativ OP, oder? Du kannst Einklang auch umkehren und einem Gegenstand, der sich bewegt, einfach folgen. Nutze die Fähigkeit eines Lebewesens für dich aus und fliege oder bewege dich schnell. Der Wechsel zwischen Einklang und umgekehrter Einklang lässt sich hervorragend dazu nutzen, neue Wege zu finden. Überleg mal, was das für Fähigkeiten sind, auch für Speedrunner dann hinterher. Das Spiel wird ja wahrscheinlich sowas von, fertig gemacht im Speedrun irgendwann. Lass deiner Fantasie freien Lauf und komm auf die tollsten Ideen. Verwende Einklang in Kombination mit deinen Echos, um Hindernisse zu überwinden. Das Wissen darüber, wie diese beiden Fähigkeiten miteinander wirken, ist essentiell, um in deinem Abenteuer voranzukommen. Geil. Ich frage mich, ob man wie bei Breath of the Wild und TOTK auch schon von Anfang an überall hin kann. Also, wenn du diese Fähigkeit ohne Ende, sag ich mal, nutzen kannst, wirst du theoretisch dann doch gut wie überall damit hinkommen. Na? Also, wenn du die von Anfang an hast,
Wüsste ich nicht, wie sie es so wirklich einschränken würden. Rätselhafte Risse breiten sich immer weiter in Hyrule aus. Welchen anderen Schwierigkeiten wird Zelda sich noch stellen müssen, in ihrem großen Abenteuer ihr Königreich zu retten? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Jo. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ab 26. September exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Willkommen in auf Hyrule. Eine Stelle. Ihr Königreich zu retten. Damit wissen wir auf jeden Fall, es wird ein Zwei-Welten-Prinzip ähnlich wie bei A Link to the Past. Weil Zelda geht hier in diese andere Dimension rein. Das kann man schon dadurch eigentlich relativ sicher sagen. Vielleicht ist ja der Sinn, dass du dich frei bewegen kannst, wie in Breath of the Wild und TOTK. Ja, maybe. Es ist sehr interessant. Es zeigt auf jeden Fall, dass es alles mehr Content haben wird, als man am Anfang dachte. Ja. Weil wenn du so viele Möglichkeiten hast und sowas, wird dementsprechend groß auch die gesamte Welt umgesetzt sein. Und vor allem, wenn wir wirklich davon ausgehen jetzt, weil klar, die könnten jetzt sagen, hinter so einer Szene, es gibt dann einen Dungeon dahinter, so in etwa, um diesen Riss zu beseitigen. Aber ich vermute eher, dass sich da eine Art gespiegelte Welt befinden wird. Stell es jetzt sofort. Ich verstehe es. Also ich glaube, das Spiel wird echt gut. Bin mal echt gespannt drauf. Sieht schon fertig aus, also her damit. Wir kriegen nur das zu sehen, was sie uns zeigen wollen, ne? Dementsprechend, wie fertig es dann in Wirklichkeit ist, ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Ja. Das war auf jeden Fall der neue Gameplay-Trailer zu Echoes of Wisdom. Ich hab's mir, glaube ich, sogar schon bestellt. Wie schaut's bei euch aus? Werdet ihr es euch holen? Werdet ihr es vielleicht sogar auch schon vorbestellen? Ich freue mich auf jeden Fall auf das Game.